Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Mein Name ist Max Snake. Ich spiele X-Munchies. Und wenn ihr mögt, guckt doch ein bisschen zu. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Wir sind in den neuen Inhalten des Anbieters, die vor kurzem erst dazugekommen sind. Sie hören auf den klugen Namen Windy Peaks. Wir haben die ersten 4 Level abgeschlossen und werden jetzt die nächsten 4 Level abschließen. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so fürchterlich lange dauert, um euch nicht über Gebühr zu beanspruchen. Schauen wir mal. So, wir haben einen ärgerlichen Itz hier. Und wir haben eins von diesen Brokkoli-Hirni-Dingern. Wir möchten hier hin. Wie das so üblich ist, lasse ich ihn einfach erstmal laufen. Mal gucken, was passiert. So. Alles klar. Ich würde einfach vorschlagen, wir setzen ihm den Cupcake hier hin. Springt hier rüber, holt sich den Cupcake, springt aufs Hirn, fliegt hoch. Alles Schoko. Loco. Und so. Wenn es denn klappt. Ich interpretiere das mal als saublöde Idee. Gut, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Wir könnten natürlich hier so eine, ich nenne es jetzt mal, Geleithilfe anbringen, die unseren kleinen Eats in die richtige Richtung bringt. In der stillen Hoffnung, dass das klappt. Klappt, 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 klappt. Nicht. Ärgerlich. Gut. Dann irgendwie anders. Die Frage ist nur wie. Ich werde die Hilfe fragen. Was? Soll ich das Brett da hinten hinsetzen? Sind die total dämlich? Aber gut, ich setze das Brett hier hinten hin. Wenn gleich alles nach oben fliegt, fliegt dann auch die Chili nach oben? Das wäre ja schon mal ganz interessant zu wissen. Tatsache. Damit hätten wir die da oben, was uns aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig viel bringt, oder? Wenn wir immer noch hier an der Ecke hängen bleiben. Was wir natürlich versuchen können, ist, dass wir ihm den direkt mal hier geben. Guck an. Das war eine Lösung, die ich so nicht... hatte ich so nicht. In so Kopf drin. So. Auch hier wieder. Zwei Hirnis. Hervorragend. Wir brauchen eine Hirni auf jeden Fall, um hier hochzukommen, ne? Würde ich mal behaupten. Okay, ein Hirni da unten. Ja. Geh auch nach da unten, du Hirni. Schauen wir mal, was hier so passiert. Schalalalala. Er läuft rüber. Und zack, das war's schon. Hervorragend. Wir haben neue Items im Puzzle Maker. Den werden wir uns, glaube ich, mal nach Abschluss der vorhandenen It's Munchies Levels angucken. Den Puzzle Maker. Wir gehen erstmal weiter ins nächste. Ups! Motion Platforms. Niemals auf der gleichen Seite. Hä? Ich habe so eine Vermutung.
Wir werden es einfach mal ausprobieren. Wie? So, jetzt müsste er ja hier irgendwie drauf hopsen, gell? Oder auch nicht. Dafür müssen wir ihm wahrscheinlich die Pepper dann hier hinsetzen. Versuchen wir es. Zack. Zack. Wir haben zumindest schon mal ein Kuchenstück. Jetzt springen wir da ganz runter. Ah. Seht doch, ich habe das Prinzip verstanden. Nur wenn er wütend ist, kann er auf diese Plattform auch landen. Gut, gut. Eines können wir noch. Eines geht noch. Na los. Eins können wir. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Los. Das. Was sich mal albern. Also wir müssen versuchen, die Plattform auszuschalten, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Genau. So, der fällt gleich durch, wenn wir den essen. Das heißt, wir schalten danach wieder auf den. Könnte ich auch hier hinten auf den schalten? Ne, dann springt er hier raus. Das ist ja auch Quatsch. Wir versuchen einfach jetzt mal die einfache Variante. In der stillen Hoffnung, dass alles gut wird. Und es ist alles gut geworden. Einen ganz, ganz großen Dank, dass ihr mir dabei zugeguckt habt, wie ich Eats Munchies spiele in den Windy Peaks. Die letzten 4 Level der Windy Peaks werden wir im nächsten Let's Play machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir keinen Daumen hoch, wenn es euch nicht ganz so gut gefallen hat. Und wenn er sagt, der MacSnack macht richtig, richtig Mist, dann gebt mir ruhig einen Daumen runter, dann weiß ich, dass ich da irgendwie was mal ganz gravierend ändern muss. Okay, ansonsten freue ich mich über Kommentare. Lasst mir welche da. Und dann bis zum nächsten Mal. Zockt viel, zockt schön. Euer MacSnack. Tschüss.